Wir wollten das quasi nicht machen. Kann aber sein, dass es ein bisschen dauert. Ja, Bildschirm ist alle aus dem Fenster gehabt. Und sammeln wir die dann ein. Die IT packt zusammen, ha? Ja, genau. Das war alles hier. Das ist das Internet. Wenn man einmal drauf tritt, geht's kaputt. Bei uns machen Betriebswirte die IT. Die Scheiße damit. Das ist so die Basisinfrastruktur. Also der Raum ist zumindest mal verbunden. Und dass wir Internet haben, ja. Und WLAN, unser WLAN, ja, liegt hier drauf. Das ist alles noch sehr sporadisch. Und schon für die beiden Schnitt-PCs haben wir schon zumindest mal die Gehäuse. Das wird mein Reich sein. Ja. Hier haben wir halt die neuen, schönen neuen NZXT. Das sind schöne Dinger. Okay. Da kommen dann i7-Prozessoren rein. Ein paar Grafikkarten. Die Klimaanlage geht noch nicht, irgendwie habe ich gestern gemerkt. Mal schauen. Das klebt man hin. Nein, oder? Ja, bitte. Aber du kannst auch rollen. Der ist nicht zum Tragen. Nein, nicht so, aber. Das geht auch zu dir, oder? Ja, ich glaube schon. Okay. Stell einfach auf den Boden, das passt schon. Ja. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig, weil der sieht so wertvoll aus. Ja, nee, der ist eigentlich recht robust. Ja. Kann nicht so viel passieren. Ist er auch? Komm, das ist ja Vorführeffekt. Ja, genau. Das ist von Christos alles. Okay. Kabel, ja. Ja, das habe ich schon. Ich brauche nur jetzt, um den PC anzuschließen. PC. Ja, ich da auch aus, Büro. Weiß ich. Das sind, glaube ich, unsere Laptop. Monitor. Das sind zwei kleine Server, die wir vorher zwei Server genutzt haben. Also da sind jetzt irgendwie so 10 Terabyte an Videomaterial drauf. Das ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig. Aber es gibt schon noch gar keine Steckdose, oder? Doch, es gibt so Steckleisten. Aber die sind ja auch noch mit Strom. Aber noch nicht genug. Doch. Also da unten gibt es Strom in den Fußboden. Hier gibt es die Steckdose. Genau. Ja, hier auf der Seite. Das ist einer unserer Internet. Ja, da liegt eine Steckdosenleiste. Versuchskaninchen. Aber die Steckdosenleiste liegt also in die Richtung oder unten. Aber wir haben noch ein Backup von den Files im Internet, von daher. Ist das so schlimm. Die Laptop-Ladekabel sind nicht dabei. Die sind
Irgendwo, ich weiß nicht wo. Die sind in einem anderen. In dem anderen, glaube ich. Irgendwas wurde irgendwo eingepackt. Irgendwas wurde irgendwo. Gute Aussage. Die ist kleiner. Es gibt in zwei. Ist das obere, das erste oder das untere? Das ist vollkommen egal. Wie fühlt es sich jetzt an hier im neuen Büro? Anstrengend. Ja, eigentlich ganz cool, weil ich weiß, wenn das jetzt, wenn wir das fertig eingeräumt haben, dann wird es richtig schön und einfach besser und schneller, mehr Leute. Aber es ist noch Arbeit. Es wird bestimmt noch einiges nicht funktionieren, aber gut. So. Ja, vor einem Jahr waren wir ja erst. Gott, da haben wir noch überall gearbeitet, nachts, und wir hatten kein festes Büro von zu Hause, von mir zu Hause, bei ihm zu Hause. Und dann sind wir im Coworking Space gestartet und jetzt sind wir halt 320 Quadratmeter Büro. Und über 10 Leute, jetzt kommen noch ein paar andere Sachen dazu, aber siehe da, es ist schon ein schneller Schritt, in unter einem Jahr das zu schaffen, schon wahnsinnig. Die Zahlen stimmen schon, bei euch kommt es gut an, bei den Leuten kommt es einfach, sie wollen das, was wir machen, und das ist schon eine Bestätigung. Ja. Und das ist auch schön, das macht auch Spaß dann, das zu machen. Ja, schauen wir mal, dass wir das hinkriegen hier. Wollen wir jetzt eure Sachen auch hochschleppen? Sollen wir eure Sachen jetzt auch hochschleppen?